Na, mein Enderman. Was soll denn der sein? Also da baue ich jetzt meine Hütte nicht hin. Nö. Er fällt hier unten in der Höhle. Ich weiß es nicht. Da vorne ist Schwarzwald, hier ist Moor. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, dann würde ich sagen, wo platzieren wir uns denn hin? Eine vorgelagerte Insel oder so wäre auch schön, aber. Ja, hier oben auf das Podest. Also Holz haben wir ja erstmal genug. Und dann bauen wir uns hier ein Hütchen. So. Bevor es wieder Nacht wird, also ich weiß auch nicht. Der Tag-Nacht-Wechsel ist ja auch extrem schnell, ne? Blümchen, du standst im Weg. Es tut mir leid, aber so ist es nun mal. Ja, das sollte reichen. Für den Anfang. So, kleinen Ausguck. Vielleicht bauen wir noch Glas oder so. Ich weiß es noch nicht. Eigentlich ein Fen so ein Schlitz reicht doch, ne? Zum rausgucken. Ja, eigentlich schon. Also es ist jetzt nur eine provisorische Hütte, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich baue hier das schönste Kunstwerk. Nein. Nicht unbedingt. Ist ja nur so, dass ich jetzt hier ein bisschen Slime farmen möchte und mir nach Hause bringen möglichst, ne? So, das war dann auch zu Hause ein bisschen Slime und so haben. Habe ich jetzt genau falsch rum gebaut. Ich bin ein Held im Erdbeerfeld. Aber egal. Holz haben wir ja noch. So, dann bauen wir den anderen drum. Bäh. Aber ein Holz fehlt mir noch, oder? Naja. Na, eins ist gut. Hier fehlt noch ein bisschen, ne? So, was nehmen wir denn? Fichte weiter? Oder, nee, das war gar nicht Fichte, das war Eiche. Ist auch mir relativ Latte, was das jetzt ist. Kann auch mal so hier richtig verschwenderisch schöne Teile bauen. Tada! Gackerkopf. So, und dann bauen wir uns hier noch eine Tür rein und mal schauen. Vielleicht mache ich das hier hinten auch zu. Nee, das Holz sieht so aus, oder? Doch, ist Fichtenholz. Sieht aber ziemlich eichig-mäßig aus, finde ich. So viel dunkler ist es gar nicht. So. Kleine Hütte hier und dann ist erstmal gut. Jo. Alles, was das Herz begehrt, würde ich sagen. Soweit. Ja, den Boden könnte ich ausbauen, aber was viel wichtiger ist, ist die Decke. Ja, knapp, dein Leben ist auch vorbei. Sorry, ab und zu leckt das auch ein bisschen. Hat er einfach mal einen Klotz dahin platziert, wo ich es nicht hinhaben wollte. Aber das ist ja auch normal, ne? Das kennt man ja. So, na komm, mach hin da. Dann werden wir nochmal aufs Dächlein gehen. Ich glaube, es ist zu viel, wenn ich so mache. Dann lasse ich es hier einfach offen da. Weil, ja, hier kannst du da draußen weiter wachsen. Da fehlt noch eine, habe ich gehört. Und Erde bis zum Umfallen. Damit die Zombies uns auch hier schön vor der Haustür rumrennen können oder am Fenster so. Ja. Mal schauen. Haben wir hier irgendwo Sand? Ja, da hinten, ne? Naja, aber ich sollte erstmal gucken, dass ich hier befackel und alles. Das verhallt erstmal hier so ein bisschen tralala haben. Das ist der Baum drüber, ne? Warte mal, bauen wir es hier hoch. Bauen wir uns hier schnell mal hoch und dann setzen wir hier oben Fackelrennen aufs Dächlein und dann sollte das alles schicki sein. Nee, musst du jetzt hier bumm. Bumm. Und da wird schon wieder Nacht, wa? Könnten ja hier noch ein paar hinsetzen. Tja, ich frag mich eh, ob wir jemals wieder nach Hause finden werden. Hoch.
Mal schauen, mal schauen. So, jetzt machen wir es hier erstmal provisorisch und setzen meinen Block hier einfach quer. Dünn, unser Bettchen hier hinten schön. Ja, das sieht gut aus. Ach, da hinten wollte ich noch einen Block hinsetzen, ne? Bim, bim, bim. Dahin. Ja, sieht doch gut aus. Dann gehen wir mal schlafen. Ah. In unserer schönen kleinen grünen Hütte. Den Ofen haben wir ja auch noch mit. Ja, und den schauen wir mal. Ja, den Ofen eher hier vorne hin, ne? Das war vielleicht auch noch was brennen und so weiter. Mal schauen, mal schauen. Ja, so haben wir auch wieder ein bisschen mehr Platz. Und dann... die Bank noch. Dazu, auf die andere Seite. Wunderbar. Jo. Mal schauen, mal schauen. Also 6 Pfeile habe ich nur noch. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Ei, ei, ei. Aber wir haben wieder ein bisschen Platz mehr jetzt, ne? Erstmal. Ich dachte, von dem Schwarzwald hätten wir auch 8. Dachte ich zumindest. Habe ich irgendwo was verloren? Ja, aber die nächste Nächte... Ah, Creeper! Alter, verpissel dich! Danke dir! Danke dir! Schön, dass ich mein Haus gebaut habe. Und dann kommt ein Creeper und macht Müll. Du bist fies, du bist fies, du bist... So. Gut. Ich weiß, ich wollte auch den Boden irgendwann schöner machen, aber... Nicht unbedingt gleich am Anfang. Tja, das war's dann mit Blöcken, oder? Drrr. So ein frechheiß Vieh, jo. Kein Wunder, dass ich Keter mag. Machst du alles kaputt? Nee, wir mögen sie ja eigentlich. Die Lieben. Gibt's auch schöne Lieder von und so, ne? So Creeper-Lieder und so. Tralala. So. Ist die Hütte schon mal wieder halb dargestellt. Zack. Wunderbar. Hat er da oben jetzt auch noch eine Fackel abgerissen? Das finde ich jetzt gar nicht nett. Irgendwie sieht das Feuer anders aus, oder? Egal. So. Jetzt muss ich einen neuen Ofen und alles bauen. Frechheit. Reißt der... Ne, den Ofen habe ich noch. Gut. Naja. So, den Ofen bitte nochmal. Zack. Und dann bauen wir uns mal schnell eine Tür. Zitt. Oh, die sieht mal ganz anders aus. Ah ja, man bekommt ja jetzt auch mehrere Türen raus, nicht nur eine. So. Geht das nicht zum Befeuern? Dann kann ich keine Tür in den Ofen packen. Sieht aber irgendwie cool aus, die Tür. Jo. Dann würde ich sagen, soweit sind wir recht vorbereitet. Und dann können wir in den nächsten Folgen vielleicht ein paar Slimes. Ja. Hup! Hoch mit dir! Siehst du, da oben hat er die Fackel abgerissen. Ja, ein paar Slimes jagen und so weiter. Und dann, damit Bolzen und so machen. Damit wir dann ein paar Pistons und so schick kriegen. Und dementsprechend auch farmen und alles bauen können. Ne? Die so ein bisschen mehr automatisch laufen. Ja, dann würde ich sagen, danke ich euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in den nächsten Folgen wieder. In diesem schönen grünen Hütchen, weit weg von der Heimat. Und ein wenig dann hier. Ja, würde ich sagen, nehmen wir mal auch so hier. Ne? Bim. Vielleicht in Mitte noch eins, so bei den Fenstern. Sollte hell genug sein, oder? Ja. Ja. Also denn, bis zum nächsten Mal. See you.